Danke auch für die vielen Informationen, die wir jetzt und auch den ganzen Abend über schon bekommen haben. Drei Landtagswahlen, drei echt unübersichtliche Konstellationen und damit auch höchst schwierige Regierungsbildungen. Gibt es da überhaupt die eine Botschaft, die von diesen drei Wahlen ausgehen, die ja schon genannt worden ist, eine Mini-Bundestagswahl? Und wie lautet dann diese eine Botschaft? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Guten Abend dazu. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an Sie, die Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Und willkommen selbstverständlich auch unseren Gästen. Bei uns sind die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der CDU, Ralf Stegner von der SPD ist da, Robert Habeck von Bündnis 90 Die Grünen, von der AfD Beatrix von Storch und der Politologe Heinrich Oberreuter. Ihnen auch herzlich willkommen, Ihnen allen. Frau von der Leyen, die CDU hat heute Abend überall verloren, muss man sagen, in Baden-Württemberg sogar zweistellig verloren. Das war mal ein wirklich CDU-Stammland. Mit Ach und Krach kommt die CDU aus dieser Wahl mit nur einem Ministerpräsidenten wieder raus, ist aber auch genau mit dem reingegangen. Und etliche ehemalige CDU-Wähler haben sich für die AfD entschieden, die vermutlich der eigentliche Wahlsieger des Abends ist. Ist die CDU für Angela Merkels Flüchtlingspolitik abgeschlossen? Bestraft worden heute? Nein, definitiv nicht. Das kann man am Ende dieses Tages sagen. Denn wir sehen, dass genau diejenigen, die sich ganz konsequent hinter diese Flüchtlingspolitik gestellt haben, nämlich Winfried Kretschmann und Malu Dreyer, paradoxerweise, aber Ihnen auch enorm auf, davon, dass Sie nicht in der enorm CDU davon sind. Ja, klar. Aber Sie haben ja nach der Flüchtlingspolitik gefragt. Und ein zweites finde ich ist auch wichtig. Ist klar, die AfD ist stark reingekommen. Aber wenn man mal unterm Summenstrich schaut, dann sieht man, dass die Parteien, die geschlossen sagen, wir brauchen in der Flüchtlingspolitik eine europäische Lösung, das, was Angela Merkel immer sagt, die erreichen 80 bis 90%. Und das ist auch eine Wahrheit, die heute Abend festgeschrieben ist. Also auf die Frage hin, ob die Flüchtlingspolitik abgestraft worden ist, klares Nein. Es hat andere Faktoren gespielt. Aber ich hatte gefragt, ist die CDU für Angela Merkels Flüchtlingspolitik abgestraft worden? Zahlt also ausschließlich die CDU den Preis dafür? Die CDU zahlt einen Preis, das ist richtig, für die Polarisierung zurzeit und für den Zweifel, der ganz klar noch da ist. Geht das, können wir das schaffen? Wir sind ja mittendrin auch in der Überzeugungsarbeit. Und das sieht man auch wieder bei der Stabilisierung, gerade des Zuspruchs für die Politik von Angela Merkel, zu überzeugen, den langwierigen, schwierigen Weg zu gehen. Aber Sie haben recht, die CDU hat einen Preis gezahlt. Nur ich nehme an, Preis für diese Flüchtlingspolitik. Wenn wir mal schauen, wie die Wanderungsbewegungen zur AfD gewesen sind, die ja das Symptom sozusagen da für diejenigen ist oder die Partei für diejenigen gewesen ist, die nicht zufrieden sind mit dieser Flüchtlingspolitik, dann sieht man, dass Wanderungen aus allen Parteien gekommen sind, sicher aus dem konservativen Lager. Hauptsächlich von der CDU. Aber genauso, ich glaube, das werden wir nachher noch mal sehen, genauso Wanderungsbewegungen aus dem linken Lager, wenn man SPD und Linke zusammennimmt, Grüne sowieso, dann wären es mehr. Und ein großer Teil aus den Nichtwählern. Ich will damit sagen, die ganz einfache Frage, die Sie bewusst nicht so gestellt haben, ist es so. Nicht. Ja, aber Sie haben mich bewusst so gestellt. Sie haben sie bewusst, gut. Dann wollte ich Ihnen nicht unterstellen, dass Sie zu einfache Fragen stellen. Sondern es ist eben differenzierter. Und nochmal, wenn man wirklich es nur auf den Punkt Flüchtlingspolitik bringt, dann ist ganz klar der Unmut, der hat sich gezeigt in den AfD-Wählern, aber ganz klar auch die Zustimmung zu einer europäischen Lösung. Und ich glaube, das kann man heute Abend festhalten. Ist das, Herr Oberreuter, das Ergebnis dieser Wahl, die wir ja versuchen, auf einen Nenner zu bringen, ist das Ergebnis, dass ein Großteil der bisherigen CDU-Wähler jedenfalls nicht mehr mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik einverstanden sind und das im Wege dieser Wahl auch zeigen wollten? Es ist natürlich differenziert und natürlich gehört zur Differenzierung auch, dass ein Großteil der CDU-Wähler mit der Politik nicht mehr einverstanden ist. Wir haben ja immerhin in Baden-Württemberg einen erheblichen Verlust. Wir haben aber auch Verluste bei denen, die die Politik, obwohl sie andere Parteien repräsentieren, unterstützen. Zweimal -10% der SPD, einmal fast -10% der Grünen. Die Linke verliert in ihren Stammlanden im Kern der alten DDR auch fast 10%. Das heißt, das sind eigentlich alles Positionsinhaber, die Merkel mehr unterstützt haben als ein Teil ihrer Parteigenossen bis in die Bundestagsfraktion.
Fraktion hinein. Also der Streit innerhalb der Union ist damit nicht erledigt. Aber die Frage, dass wir unbedingt eine europäische Lösung brauchen, da kann man Ihnen ja nur zustimmen, weil es auf nationaler Ebene nicht zu schaffen ist. Die Frage ist in dieser Wahl nicht beantwortet worden. Die wird ganz woanders beantwortet. Aber wir haben gesehen, dass ein erhebliches Unzufriedenheits-Protestpotenzial vorhanden ist, dass eine neue Partei uns ins Parteiensystem hineingespült hat und dass vor allen Dingen gemeinsam mit den Destabilisierungstendenzen der großen Volksparteien, die wir seit einem Jahrzehnt beobachten, Koalitionsbildungen und damit Stabilität des Regierens in der Zukunft erheblich herausfordern. Sie sind nicht mehr so ganz geblieben bei der Frage, die ich gestellt hatte, nämlich wie sich das CDU-Ergebnis erklärt. Aber ich will da gleich auch noch mal hin zurück. Frage aber erst Herrn Habeck, was wäre eigentlich Winfried Kretschmann ohne die CDU-Wähler, die sich nicht mehr für Herrn Wolf, sondern lieber für Herrn Kretschmann entschieden haben? Winfried Kretschmann hat breit ausgegriffen, hat viel Zustimmung von CDU-Wählern, aber auch von SPD-Wählern bekommen. Also dieser ganz enge Blick, Herr Kretschmann hat nur CDU-Wähler angesprochen, der stimmt nicht. In Wahrheit ist er gewählt worden für eine Ernsthaftigkeit von Politik. Ich glaube, der Erfolg von Kretschmann und von Manu Dreyer liegt in der Ernsthaftigkeit der politischen Ansprache. Es ist ein Sieg dieses Ethos gegen Taktik, Strategie und Rumgeeier. Was wären die Grünen ohne Winfried Kretschmann? Ärmer um den erfolgreichsten Wahlkämpfer, den wir je hatten. Denjenigen, der die grüne Eigenständigkeit umgesetzt hat wie nie zuvor. Derjenige, der einen grün-roten Wahlkampf geführt hat, das hat er ja getan. Und die CDU besiegt hat wie noch nie ein Grüner jemals zuvor. Und der Einzige, der tatsächlich heute Abend was gerissen hat für die Grünen, oder? Ich würde das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt auch als starkes grünes Ergebnis werten. Das ist für uns eigentlich in allen ostdeutschen Ländern, aber auch in Sachsen-Anhalt, extrem schwierig, gute Ergebnisse zu holen, gegen diesen Trend da zu bestehen. Das würde ich in den Erfolg des Abends mit einreihen. Frau von Storch, wie froh und dankbar sind Sie, dass Angela Merkel entgegen Ihrer ursprünglichen Vermutungen immer noch nicht nach Chile ausgewandert ist und Ihrem Kurs in der Flüchtlingspolitik so treu geblieben ist, wie sie es ist, weil sie es dann leicht hatten, mit Merkel muss weg dagegen anzugreifen? Wir sind erstmal sehr froh über dieses Wahlergebnis. Wir freuen uns natürlich darüber, dass wir jetzt in dieser politischen Parteienlandschaft angekommen sind. Ich glaube, die AfD füllt jetzt eine Lücke, die aufgerissen ist. Es fehlte etwas, eine bürgerlich-liberal-konservative Kraft. Die CDU ist durch Frau Merkel vollständig entkernt worden, sodass viele, insbesondere konservative Wähler, eine neue Heimat gesucht haben. Wir haben das gerade gesehen, die Umfragen, viele der AfD-Wähler würden auch eine CSU in den Ländern gewählt haben. Das heißt, das sind konservative und keine radikalen Kräfte. Und ich freue mich besonders darüber, dass wir Nichtwähler zurück an die Urne bekommen haben. Wir haben die Demokratie wieder lebendiger gemacht, weil wir Menschen, die bisher nicht teilgenommen haben, zurück an die Urne bekommen haben. Als in Hessen die Wahlbeteiligung gering war, da ist der Erfolg der AfD mit Blick auf die geringe Wahlbeteiligung erklärt worden. Jetzt können wir sagen, die Wahlbeteiligung ist hoch. Es ist im Prinzip egal, ob viele oder wenig wählen. Wir sind im Moment auf jeden Fall die Partei, die gewinnt. Herr Stegner, wie geht Ihre Erklärung, dass die AfD in Sachsen-Anhalt aus dem Stand mehr als 24% der Stimmen geholt hat und die SPD dagegen nur 10,5%? Das ist natürlich ein bitteres Ergebnis und ich glaube, es ist ein Zeichen von großer Verunsicherung in der Bevölkerung. Und da sehen wir zwei Phänomene. Auf der einen Seite sehen wir diejenigen, die Orientierung bieten, wie Malu Dreyer oder Winfried Kretschmann, und dann gute Ergebnisse einfahren. Und wir sehen die Angstmacher und die mit radikalen Sprüchen kommen und die diese Verunsicherung der Bevölkerung ausnutzen. Und die fahren dann im Zweifelsfall solche Ergebnisse ein. Ich höre, dass Frau von Storch sagt, die AfD hat einen Dienst an der Demokratie gebracht. Ja, das muss ich ja nicht teilen. Also einen Dienst an der Demokratie hat man dann, wenn man vernünftige Lösungen anzubieten hat und nicht, wenn man gegen Flüchtlinge hetzt und wenn man Dinge tut, die meiner Meinung nach nicht in den demokratischen Diskurs gehören. Ich beschimpfe gar nicht die Wähler, weil ich sage nochmal, ich glaube, es ist ein Zeichen von Verunsicherung. Aber mit den Parteien, die sowas propagieren, finde ich, muss man sehr klar und deutlich umgehen. Und ich nehme wahr, ich will Ihnen das sagen, dass eine Partei, die solche Sprüche macht, aus meiner Sicht jedenfalls politisch mitverantwortlich ist dafür,
wenn in Deutschland jede zweite Nacht eine Flüchtlingsunterkunft brennt. Das haben wir nämlich in Deutschland. Das ist ein Teil der Verunsicherung, die in Gewalt mündet. Wir brauchen aber keine Gewalt, sondern wir brauchen Vernunft. Wir brauchen eine Politik, die sozialen Zusammenhalt organisiert, die den Menschen sagt, wir machen Politik für alle, für die, die kommen, aber auch für die, die hier sind. Und da freue ich mich darüber, dass ein Ergebnis des heutigen Abends eben auch ist, dass das Rumlavieren, dieses so tun, als gäbe es irgendwelche einfachen Lösungen, Plan 1b und wie dieser ganze Quatsch heißt, dass sowas nicht Erfolg hat, sondern dass eine klare Linie, wie sie beispielsweise Malu Dreyer, aber eben auch Winfried Kretschmann vertreten hat, dass die dann am Ende Erfolg hat. Das ermutigt mich zu glauben, dass wir solche Ergebnisse wie heute Abend nicht noch sehr oft zu sehen kriegen. Auch die AfD hatte da eine klare Position. Vielleicht ist das ein Ergebnis der drei Wahlen heute, dass man als gleichsam als über allem stehend begreifen kann. Sie hatten es angesprochen, wer sich in der Flüchtlingspolitik, und ich bleibe dabei, das war das bestimmende Thema der Wahlen, das haben ja auch alle Demoskopen so rausgefrickelt, wer sich da klar positioniert, der hat Erfolg, und wer schlingert, der wird dafür abgestraft. Malu Dreyer im Wahlkampfduell mit Julia Klöckner über Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Da stehe ich aus meiner Sicht erheblich deutlicher hinter der Strategie von Kanzlerin Merkel als Sie, liebe Frau Klöckner. Die Kanzlerin hat einfach recht. Wir brauchen eine europäische Lösung. Sie fallen ihr in den Rücken, anstatt sie zu stärken. Und auch der grüne Ministerpräsident aus Baden-Württemberg unterstützte im Wahlkampf die CDU-Vorsitzende. Zitat: Es ist richtig, dass die Kanzlerin zäh an der europäischen Lösung festhält und Schritt für Schritt daran arbeitet. Sie verfügt über die nötige Erfahrung als Krisenmanagerin. Deshalb bete ich jeden Tag dafür, dass die Bundeskanzlerin gesund bleibt. Julia Klöckner, Frau von der Leyen, hat sich distanziert vom Kurs der Kanzlerin, hat einen Plan A2 mit dem Flottentitel A2 erfunden. Und Guido Wolf ist ihr irgendwann an irgendeiner Stelle des Wahlkampfs noch beigesprungen. Beide haben sich also distanziert. Haben sie sich damit verzockt? Also, ich muss mal eine Lanze für Julia Klöckner da brechen, dass sie hat eine unglaublich starke Entwicklung im Land hingelegt, dass sie diesen Landesverband, der alles andere als einig war, zusammengeführt hat. Sie hat fulminant die 5 Jahre Opposition, ihre Position gefestigt. Und zum Schluss auf den letzten Metern in der Tat ist es hart geworden, weil es ging dann um die Frage, wo genau die Positionierung ist, ganz ohne Zweifel. Aber sie hat so viel verzockt. Ach, verzockt ist so ein Wort, das hört sich so an, als wäre sie eine Spielerin. Das ist in keiner Form. Die Ernsthaftigkeit, mit der sie ganz klar auch diese landespolitischen Themen und dann die überwölbende flüchtlingspolitische Frage bearbeitet hat, spricht eigentlich dagegen, dass man solche Worte benutzen kann. Aber zum Schluss ging es natürlich sehr scharf dann darum auch, wie die Positionierung ist, gerade in der Flüchtlingsfrage. Und ich will ganz klar sagen, es zeigt sich auch wieder der Satz, dass Einigkeit sich am Wahltag auszahlt. Und ich will auch nicht verhehlen, dass die Union lange Zeit hart diskutiert hat bei den Themen in der Flüchtlingspolitik. Aber es zeigt sich heute Abend eben auch, dass diese Linie, die die Kanzlerin vertritt, sich inzwischen durchsetzt, quer über alle Parteien, mit der Ausnahme, die ich eben geschildert habe. Und deshalb ist für die Wahlkämpfer genau das Schwierige gewesen, dass sie diese große, überwölbende Thema, haben sie gesagt, das hat die Landespolitik bestimmt in den letzten Wochen. Darüber ist mit auch abgestimmt worden. Und nochmal, im Endeffekt ist der europäische Kurs der Kanzlerin bestätigt worden. Aber wir haben in Rheinland-Pfalz und wir haben in Baden-Württemberg daraus keinen Honig saugen können. Das stimmt auch. Und war es dann doch ein Fehler von Julia Klöckner und von Guido Wolf, eine, wie Sie es gesagt haben, Neupositionierung vorzunehmen? Ob es zum Schluss die Dinge gedreht hätte, ist schwer zu sagen. Das kann ich Ihnen, also ob die Prozente, die ja nötig gewesen wären, um das zweite Wahlziel zu erreichen, nämlich die jeweiligen Ministerpräsidenten abzulösen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dass es die Sache nicht erleichtert hat, ist auch klar. Aber trotzdem darf man deshalb nicht sozusagen die ganze Leistung, die auch Julia Klöckner gerade in diesem Landesverband gebracht hat, unter den Scheffel stellen. Das ist schon außergewöhnlich gewesen, wie sie dort einen geeinten Landesverband in die Wahl hineingeführt hat. Und für sie ist sicherlich auch bitter, dass diese bundespolitische Frage, europapolitische Frage, war ja viel größer, dann zum Schluss eine solche Rolle gespielt hat. Ich stelle noch mal die Frage deshalb, Herr Oberreuther, warum kann nur die CDU nicht von Angela Merkels Flüchtlingspolitik profitieren?
weil Angela Merkel eine international vertretbare und auch nur im internationalen Kontext durchführbare Politik verfolgt, die auch von der eigenen Bevölkerung Zuwendung und Leistungen erwartet und die vor allen Dingen die humanitäre Position ins Zentrum stellt. Und wir in einer Gesellschaft leben, die doch sehr stark von dem Satz geleitet wird, unterm Strich zähle ich. Diese Auseinandersetzung steht durchaus mit im Hintergrund, was die Resonanz bei den Wählern betrifft. Innerhalb der Partei, muss ich sagen, ist die Frage, ob diese Abweichung der Position von Klöckner und Wolf so ausschlaggebend gewesen ist. Vielleicht gibt es noch ganz andere Faktoren. Ich meine, interessant ist ja, dass man sich nicht mal traut, in einer parlamentarischen Demokratie von einem Plan B zu sprechen, sondern es muss ein Plan A2 sein. Das heißt im Klartext, Wähler merken natürlich auch, wenn Show betrieben wird und wenn die Glaubwürdigkeit in die Binsen geht und wenn, wie soll ich mal sagen, die Kommunikationsleistung vor der Problemlösungsleistung im Grunde steht. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Und was noch dahinter steht, darüber können wir heute Abend gar nicht reden, ist, die CDU hat unter der Herrschaft von Angela Merkel eine erhebliche Veränderung erfahren. Sie wird von den Wählern, und deswegen auch manche Wanderung, sie wird von den Wählern mittlerweile nicht mehr in der rechten Mitte angesiedelt, sondern in der linken Mitte, auf alle Fälle links von der Mitte. Und das ist eine sehr komplizierte Situation, in die diese existenziell bewegende Flüchtlingskrise hinein interveniert. Rainer Haselhoff, muss man sagen, hatte sich distanziert von der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin und hat frühzeitig gesagt, er möchte sowas haben wie auch eine Obergrenze für Sachsen-Anhalt. Julia Klöckner und Guido Wolf haben wir angesprochen, haben sich so halb distanziert. War das der Fehler? Im Endeffekt hat Haselhoff die abweichendere Position der beiden anderen nicht mitgetragen, weil sie ihm zu radikal formuliert gewesen ist. Er wollte gerade nicht deutlich in den Kurs von Angela Merkel hineingrätschen. Er hatte seine Position charakterisiert, er hat sie verteidigt. Er wollte sie aber verbal nicht zuspitzen. Und das war dann wahrscheinlich der Fehler der beiden anderen, dass sie zu deutlich das demoskopische Gewicht von Angela Merkel, ohne die CDU auch nicht vorstellbar ist, dass sie dieses demoskopische Gewicht herausgefordert haben. Und dafür sind sie natürlich ein Stück weit abgestraft worden. Bin aber immer noch der Meinung, in dieses Wahlergebnis intervenieren nicht nur diese Frage, sondern viele, viele, viele andere Faktoren. Ist es dann, Herr Habeck, wenn Sie versuchen, einen Faktor, eine Sicht auf die Dinge sich zu nehmen, und wir haben es als Überschrift über unsere Sendung genommen, ist diese Wahl oder sind diese drei Wahlen, die wir zu einer einfach mal zusammenfassen, eine Abrechnung gewesen über Angela Merkels Flüchtlingspolitik? Ich würde denken, es war eine Abrechnung mit der Bundesregierung, die über die letzten Monate das Bild von Streit und Uneinigkeit gegeben hat. Und insofern war es ein Fehler von Wolf und Klöckner, dieses Papier rauszugeben. Vielleicht gar nicht, weil das Papier groß was falsch gemacht hat, aber weil damit das Signal gesendet wurde, wir sind Teil des Streits. Uns könnt ihr nicht vertrauen. Wir zoffen uns auf offener Bühne mit den anderen. Und das Gegenteil, die Leute suchen Orientierung. Die Leute wollen Vertrauen aufbauen. Weniger zu Programmen. Programmen kann man ja schlecht vertrauen, sondern zu Menschen. Und wenn die Menschen rumlavieren und das riecht schon so nach den eigenen Vorteil suchen, dann zerstört das was. Und ich glaube, es war ein schlimmer strategischer Fehler oder taktischer Fehler, weil es eben so taktisch war. Die Menschen suchen die Politiker im Moment und die Politikerinnen, die bereit sind, Verantwortung zu nehmen, auch in schwierigen Situationen, auch um den Preis, Dinge mal mit durchzutragen, die nicht 100% der eigenen Lehre entsprechen, aber eben Dinge durchzutragen. Und das ist die einzige Schutzfunktion, glaube ich, dass es der AfD gelingt, zwei Sorten Angst zu vermischen. Die eine ist die durchaus Angst, die man haben kann, dass Organisationslosigkeit einzieht in den Behörden und dass man irgendwie das Gefühl hat, die Dinge laufen nicht so richtig rund. Aber die Angst ist behebbar. Was die AfD ja tut, ist so eine Art NPD für Besserverdienende zu sein, die dann weit ausgreift in das bürgerliche Milieu. Und die einzige Chance, das hinzubekommen, ist, dass verantwortliche Politiker die Verantwortung übernehmen und nicht Signale von Getriebenheit und Hektik aussenden. Ist das Ihr Ansatz, dass Sie, wie hat sie gesagt, die NPD für
besser verdienen, habe ich gesagt. Ich kann auch sagen, Rassisten im Schafspelz oder was immer sie wollen. Aber es ist ja sozusagen so, dass sie ein Teil von berechtigter Sorge, würde ich ja auch sagen, berechtigter Sorge, wenn man die Bilder an den Grenzen sieht, Leute, Kinder ertrinken im Mittelmeer, das ist ja auch alles nicht gut. Vermischen mit dumpfen, totalitären Wünschen nach autoritären Staat. Und ich verstehe in einem gewissen Sinne, dass die AfD in Sachsen-Anhalt ein starkes Ergebnis bekommen hat, weil Leute möglicherweise das Gefühl haben, weil Leute auch in der wirtschaftlichen Situation vielleicht tatsächlich das Gefühl haben, wir sind in der Konkurrenz. Was das Problem ist und das Problem von uns vor allem ist, dass die AfD auch in Baden-Württemberg und in Heidelberg 15% bekommen hat. Und da greift ein ganz anderer Mechanismus. Das ist ein Angebot, das tatsächlich über den demokratischen Konsens deutlich hinausgeht. Das ist wirklich sowas wie NPD Plus, was da gespielt vielleicht wird. Vielleicht kann ich dazu mal was sagen. Also, ja. Ich glaube, das sind diese Art von Angriffen gewesen. Und es ist diese Art der Argumentation, in Anführungszeichen, die sie liefern, die Menschen einfach leid sind. Es ist eine bestimmte Meinung, die man nicht teilen muss, in eine Ecke zu stellen und sie außerhalb des demokratischen Diskurses zu stellen. Und ich glaube, das ist genau der Fehler, den viele machen und damit vollkommen verkennen, dass sie die Menschen alle in die Ecke stellen. NPD-Leid betrachte ich mal als etwas, mit dem man dann nicht diskutieren. Man muss sich damit nicht auseinandersetzen, wenn das eine NPD ist. Und insofern Rassismus, Hetze, Hass, das sind alles Vokabeln, die setzen etwas, anstatt sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen, wird etwas gelabelt, damit man sich mit den Argumenten nicht auseinandersetzen muss. Und ich bin sicher, Herr Stegner springt jetzt gleich rein und ist ja da auch ganz groß und hat sich da groß hervorgetan mit diesen Arten von Anwürfen. Das hat uns, würde ich fast sagen, genutzt, weil die Menschen die Arroganz der Macht erkennen, mit dem man sich versucht, hinwegzusetzen über die Argumente, die wir haben und sich eben nicht mit uns auseinandersetzt. Man versucht es außerhalb des Diskurses zu stellen. Und das ist nicht richtig. Herr Stegner, war das ein Fehler, dass Malu Dreyer zum Beispiel gesagt hat, sie will gar nicht erst in eine Fernsehsendung gemeinsam mit der AfD gehen? Macht man es dann der AfD? Frau von Storch bestätigt das ja jetzt auch viel zu leicht, weil man ja immer gleichsam die Opferrolle zuweist, die, mit denen man nicht spricht, die Schmuddelkinder, die irgendwie eine Belabelung brauchen, damit man sich abgrenzen kann. Also ich persönlich bin der Meinung, man muss sich damit auseinandersetzen, weil sonst unsere Leute den Eindruck haben, es gäbe tatsächlich Argumente, nur Argumente gibt es von dieser Partei ja gar nicht. Also mir fällt es wirklich sehr schwer, ernsthaft nachzuvollziehen, dass man Verständnis für Wutbürger haben soll, mehr Verständnis als für Flüchtlinge, die vor Krieg, Terror und Verfolgung davonlaufen. Hast du gerade Wutbürger gesagt? Wutbürger, habe ich gesagt. Das ist, finde ich, für mich schwer nachvollziehbar. Und ich muss Ihnen auch, ehrlich sagen. War es ein Fehler, dass Malu Dreyer beispielsweise nicht mit der AfD in eine gemeinsame Diskussion gehen wollte? Ich kann da subjektiv nachvollziehen, dass sie das gemacht hat. Am Ende war das vielleicht taktisch nicht klug. Aber ihr hat das heute beim Wahlamt, glaube ich, nicht geschadet. Aber der Kern ist, man muss diese Partei, finde ich, in der Sache stellen. Und zwar auch sehr hart stellen. Frau von Storch redet eben davon, es gäbe Argumente. Also ich weiß nicht, was Argumente dabei sein sollen, wenn man über Schießbefehle philosophiert, wenn man über Todesstrafen redet für Politiker, wenn man über Registrierung von Homosexuellen redet. Und wenn man das dann alles tut, nennt das, dann hört man, ja, das ist ja gar nicht so ernst gemeint, das war ja nur der stellvertretende Vorsitzende, das ist gar nicht die Meinung der Parteispitze. Wenn ich Sprache ernst nehme, und Politik heißt auch, das ernst zu nehmen, was Menschen sagen, dann sind die Antworten jedenfalls, die gegeben werden von dieser Partei, auf Ängste, die es gibt, welche, die was mit Gewalt zu tun haben, die was mit Intoleranz zu tun haben, die was mit rassistischen Vorurteilen zu tun haben, die was mit Haltung gegen Minderheiten zu tun haben und die jedenfalls mit dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, nichts zu tun haben. Das ist deutlich klar und das muss man zurückweisen. Und wie geht dann Ihre Erklärung, Herr Stegner, dass die Menschen die AfD ja wählen? Dass sie zum Beispiel die SPD aber nicht mehr wählen? Für mich ist das ein bitterer Umstand, dass es Länder gibt, wo wir hinter denen liegen. Das will ich schon sagen. Eine 152 Jahre alte Partei, die kennt die Demokratiefeinde, hat vieles in ihrer Geschichte erlebt. Und sowas ist in der Tat bitter. Und trotzdem, wie geht die Erklärung? Trotzdem sage ich Ihnen, viele haben wahrscheinlich geglaubt, wir können die wählen, weil die eine andere Flüchtlingspolitik machen. Die machen aber nicht nur eine andere Flüchtlingspolitik. Heute wird der Asylparagraph außer Kraft gesetzt, morgen die freie Meinungsäußerung und übermorgen die Menschenwürde. Wenn man sich das anguckt, was die sagen, ich halte mich an das, was ich da lese. Und da muss ich ehrlich sagen, es mag sein,
wenn das am Ende 10-20% sind, die sowas wählen in Deutschland. Die große Mehrheit, das hat Frau von der Leyen vorhin völlig zu Recht gesagt, die große Mehrheit der Deutschen steht für Humanität, will europäische Lösungen, will vernünftige Politik. Und das wird von den restlichen Parteien auch gemacht. Allerdings, da bin ich bei Ihrer Frage nach der Erklärung, manchmal machen wir es Ihnen auch ein bisschen leicht. Wenn wir innerhalb der Bundesregierung zum Beispiel eine Situation haben, dass die CSU über Monate Klagen gegen die eigene Kanzlerin ankündigt, Ultimaten stellt, alle möglichen Dinge, sozusagen, die er sich bei Herrn Orban geholt hat, von Herrn Seehofer vertreten werden, dann ist das kein gutes Bild. Und dann profitiert natürlich eine Partei wie die AfD davon, weil sie sagt, guck mal, die kriegen das nicht hin. Sie sind ganz stark, wenn Sie sich angucken, was die anderen alles falsch machen. Aber Sie haben jetzt bei, glaube ich, 3 Fragen inzwischen, die ich Ihnen gestellt habe, nie darauf gucken wollen, was möglicherweise auch die SPD falsch gemacht hat. Eben gab es ja hier schon mal die Analyse, dass es eben, dass dieses Votum heute Abend, was sich in 3 Ländern gezeigt hat, durchaus auch ein Gegenvotum gegen die Politik der Bundesregierung ist und vielleicht auch gegen die Bindekraft der alten Volksparteien, als die sich die SPD langsam gar nicht mehr bezeichnen mag. Wir hatten den einen Punkt, es zahlt sich aus, wenn man klar ist. Das war Ihr Vorsitzender aber nicht. Der SPD-Chef im Januar zur Flüchtlingskrise. Ich denke nicht, dass wir zu einer europäischen Lösung kommen, um Flüchtlinge, die es nach Griechenland oder Italien geschafft haben, europaweit zu verteilen. Ich sehe da überhaupt keinen Willen. Doch einige Wochen später... Also erstmal ist es gut, dass wir auf dem Weg zur europäischen Lösung sind. Es gab ja welche, die daran gezweifelt haben, dass wir überhaupt noch in der Lage sind, in Europa in die gleiche Richtung zu marschieren. Dann, kurz vor den Landtagswahlen, Gabriel fordert ein Sozialpaket für Rentner und sozial Schwache. Wir dürfen nicht den Eindruck entstehen lassen, dass der Satz stimmt, für die Flüchtlinge macht ihr alles, für uns nichts. Das ist ein ganz gefährlicher Satz. Die Kanzlerin erteilt ihm eine klare Absage. Ich glaube, dass Herr Gabriel damit etwas sagt, was einfach nicht den Tatsachen entspricht. Der Satz ist schlimm und wir müssen alles tun, damit die Menschen nicht diesen Eindruck haben, aber sie brauchen ihn auch nicht zu haben. Und ich finde, die SPD und der Vorsitzende Herr Gabriel machen sich damit klein. Hat Angela Merkel recht, Herr Stegner, dass sich die SPD vor allem selbst klein macht? Nein, damit hat sie überhaupt nicht recht. Und sie ist gemessen an den 25%, die wir haben nur in der Bundesregierung, ist das, was wir durchgesetzt haben mit Mindestlohn, mit abschlagsfreier Rente nach 45 Versicherungsjahren, mit Mietpreisbremse, eigentlich ziemlich gut, was wir durchgesetzt haben. Aber der Punkt, den Sigmar Gabriel angesprochen hat, wofür er kritisiert worden ist, war ja nicht zu sagen, wir schüren solche Verteilungskonflikte, sondern wir sehen, dass es sie gibt und wir überlassen es nicht den Rechtsradikalen, daraus Profit zu schlagen, sondern wir sagen den Menschen, wir müssen Politik für alle machen. Wenn wir über bezahlbares Wohnen reden, damit meinen wir eben nicht Wohnheime für Flüchtlinge, sondern wir meinen billiges Wohnen für alle, die das brauchen. Wenn wir über Arbeit oder Bildung oder Kinderbetreuung reden, gilt das eben für alle. Und ich gebe zu, dass wenn ich solche Interviews zusammenschneide, ich dann auch an der einen oder anderen Stelle Widersprüche immer finde und dass es auch nicht immer konsistent ist. Und in Europa gibt es, weiß Gott, eine Menge Grund, pessimistisch zu sein. Trotzdem gibt es zu einer gemeinsamen europäischen Linie keine vernünftige Alternative. Und die Sozialdemokratie ist nun wirklich die, die mit aller Kraft dafür streitet. Und wenn Sie fragen, ob uns das nicht gedacht hat, natürlich machen wir uns Sorgen darüber, dass die kleinen Leute uns am Ende nicht mehr wählen und solche Parteien wählen, weil sie mit vielem nicht zufrieden sind. Aber umso mehr müssen wir uns konzentrieren auf die Alltagsfragen, auf die Gerechtigkeitsthemen. Und das werden wir auch tun, um aus so einem Ergebnis zu lernen. Denn auf Dauer können wir es natürlich nicht gut finden, wenn solche Parteien solche Prozentzahlen erzielen, weil die ja keine Lösung zu bieten haben, sondern immer nur Ängste verstärken, die in der Bevölkerung da sind. Wir haben 2 Zitate gegeneinander geschnitten, ist Ihnen selbstverständlich aufgefallen, die uns den Eindruck machen, als sei Ihr Vorsitzender einfach nicht klar genug, als schlingerte er. Teilen Sie die Einschätzung? Also, dass man nicht mit jedem Interview sozusagen vollständig richtig liegt, das gilt auch für einen Parteivorsitzenden der SPD. Und ich muss auch nicht alles teilen, was er macht. Aber im Kern ist das, was er angesprochen hat, nämlich, dass wir uns um sozialen Zusammenhalt zu kümmern haben. Der erste Teil, also richtig. Um die europäische Flüchtlingspolitik. Und auch da gilt, wir haben im letzten Herbst dazu schon Vorschläge gemacht. Und Frau Merkel hätte das leichter übrigens, wenn ich das mal sagen darf, diese europäische Einigung hinzubekommen, wenn wir uns gegenüber den Griechen ein bisschen freundlicher verhalten hätten, wenn wir nicht, als die Menschen vor Lampedusa ertrunken sind, gesagt, das ist ein italienisches Problem. Also insofern hatte er mit seiner Skepsis zu dem Zeitpunkt sicher auch recht. Aber was nützt es, solche Interviews von verschiedenen Zeitpunkten hintereinander darzustellen? Es wirkt natürlich komisch, wenn man sich da so anguckt. Der Kern ist, die SPD war immer für eine europäische Einigung. Martin Schulz als der Präsident des Europaparlaments, den können Sie fast in jedem Land sehen, dass er dazu auftritt und die Menschen ermahnt, dass die europäische Gemeinschaft eine Werteordnung sein muss und nicht nur eine Zugewinngemeinschaft.
Gemeinschaft, wo man nur drin ist, um Fördergelder zu kassieren. Das kann nicht Europa sein, sondern wir müssen uns gemeinsam um Humanität bemühen. Dafür tritt die SPD ein und auch ihr Vorsitzender. Ist die SPD nicht klar genug in ihrem Auftreten, Habe? Die SPD ist in einer komplizierten Lage, aber Herr Gabriel, den ich ja, als Kollege energiemäßig durchaus schätze, manchmal jedenfalls, ist nicht klar genug. Also das waren ein paar Aussetzer, die nicht hilfreich waren. Der Vorschlag nach den Vorkommnissen von Köln, dass die Entwicklungshilfe gestrichen werden sollte, war voll daneben. Und auch der Vorschlag jetzt war, ist ja richtig, dass Deutschland ein soziales Problem hat, aber das zu verknüpfen mit der Flüchtlingsfrage hat einen Geschmack. Und das war nicht klug von ihm, das wird er vermutlich auch wissen. Spätestens sonst hat Stegner eben das gesagt, wahrscheinlich. Macht sich die SPD klein, wie ihre Vorsitzende gesagt hat? Ich finde, sie kann mehr Mut zeigen zu dem oder auch Überzeugung zu dem, was wir gemeinsam erarbeitet haben in der Großen Koalition. Diesem Land geht es ökonomisch gut. Wir sind eine der stabilsten Wirtschaften, die es überhaupt in Europa gibt, wenn nicht die stabilste. Das spüren die Menschen auch. Und ich finde, es braucht dann auch sozusagen dieses Unterhaken und das, was Sie eben sehr schön auch formuliert haben, dieses überzeugend Eintreten für die europäische Lösung in der Flüchtlingskrise. Das schält sich ja hier sehr schön in den Gesprächen auch aus. Und das brauchen wir vor allen Dingen angesichts der Tatsachen, die wir im Wahlkampf über die AfD und von der AfD gehört haben. Ich finde, ein Punkt ist jetzt auch klar nach diesen drei Landtagswahlen. Die Zeit, in der man als AfD sagen konnte, wenn man irgendwas gesagt hat, wie zum Beispiel Schießbefehl, nein, ich bin ausgerutscht auf der Maus und es war die Lügenpresse, die das alles falsch gesagt hat, die Zeiten sind vorbei. Von jetzt ab gibt es nicht mehr Lügenpresse, von jetzt ab gibt es Landtagsprotokolle. Da ist dann alles aufgeschrieben, da kann man alles nachlesen, es gibt öffentliche Debatten, die kann man sehen. Das heißt, sie werden jetzt Antworten liefern müssen und da muss man dann auch sehen, was sie tun. Könnte das sein, Frau von Storch, dass das der schwerere Teil der Demokratie wird? Also ich muss mal an einer Stelle einhaken, weil das jetzt hier sozusagen großer Konsens ist. Sie sprechen an, die europäische Lösung. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Realität da schlichtweg nicht zur Kenntnis nehmen. Denn die Realität ist, dass wir in Europa noch nie so isoliert waren, wie wir es jetzt sind. Dass diese Deutschland so isoliert ist, wie wir es noch nie waren. Unsere europäischen Nachbarn machen bei dieser Lösung nicht mit. So wie Sie in Ihrer Fraktion im Europäischen Parlament wahrscheinlich. Sie schließen die Grenzen. Sie wollen die Flüchtlingsverteilung nicht. Die Umverteilung ist beschlossen worden. 160.000 Flüchtlinge sollen verteilt werden. 873 sind inzwischen verteilt worden in knapp einem halben Jahr. Das heißt, wenn wir jetzt das Tempo beschleunigen, dann schaffen wir das vielleicht in 15 Jahren anstatt in 20. Diese europäische gemeinschaftliche Lösung, die gibt es nicht. Das ist eine Idee von Frau Merkel und die ist bereits gescheitert. Wir bauen jetzt die europäische Lösung darauf, dass wir sagen, bitte Balkanländer, schließt nicht eure Grenzen. Österreich macht keine Obergrenze. Skandinavische Länder, bitte öffnet wieder eure Grenzen. Und Erdogan, bitte schütze du unsere Grenzen. Und das ist doch vollkommen absurd. Das sehen die Menschen doch auch, dass das nicht ist. Und wenn immer der Vorwurf an die AfD kommt, sie hat keine Lösung. Ich glaube, das, was erkenntlich ist, ist, dass die Regierung keine Lösung hat. Und das ist das größere Problem. Jetzt haben wir von Ihnen gehört, was Sie alles nicht wollen. Das sind wir von Ihnen auch gewöhnt. Wir wissen nach wie vor nicht, außer dem Schießbefehl an der Grenze, was Sie sonst für Lösungen vorschlagen. Sie haben sehr schön dargelegt, dass genau die europäische Lösung die einzig richtige ist, die sich jetzt auch entfaltet. Die keiner das will. War am Anfang, da macht keiner natürlich mit. Wollen das ganz viele. Wer denn zum Beispiel? Sie wollen ja vielleicht die Bilder in Idomeni. Da fühlen Sie sich wahrscheinlich wohl. Welches Land macht denn mit bei der europäischen Lösung außer Herr Erdogan? Genau die 28 Länder, die jetzt in der nächsten Woche zusammen mit der Türkei sich hinsetzen werden. Und was tun die? Die übernehmen Verantwortung. Frankreich, Österreich, Ungarn, Polen, Slowakei. Sie sitzen alle mit zusammen mit der Türkei und finden gemeinsam eine Lösung. Sie können jetzt all denen vorwerfen, dass sie solche Gedanken hätten wie Sie. Das unterstelle ich diesen Ländern nicht, sonst würden sie nicht kommen. Ich werfe denen nichts Gipfel. Vor, ich stelle nur und fest, dass sie nicht mitmachen. Und dann wird miteinander besprochen und das ist das Entscheidende. Nicht für Sie, wie Sie zu sagen, Grenze zu, Obergrenzen, Menschen am Zaun kleben lassen, uns ist das egal. Sie haben ja sogar vorgeschlagen, auf Frauen schießen zu lassen, was ich abenteuerlich finde, wenn man überhaupt diese Gedanken, und das ist das Schlimme an Ihrer Partei, Sie verbalisieren Themen, die eigentlich eine zivilisierte Gesellschaft so nicht aussprechen dürfte. Das ist abenteuerlich, das zu sehen. Und was Sie jetzt erleben,
Was Sie jetzt erleben werden, ist, und das ist Gott sei Dank praktische, reale Politik, die Verantwortung übernimmt in der Welt, dass wir uns zusammen hinsetzen und diesen gemeinsam schwierigen, langen Weg, ja, mit der Türkei gehen, in Syrien einen Friedensprozess entfalten müssen, dass wir Lösungen finden für die Flüchtlinge, die hier sind, dass wir über Europa auch einen Konsens über Asylpolitik finden müssen und dass wir nicht nur mit der NATO-Aktivität in der Ägäis, sondern auch mit den Griechen zusammen die europäischen Außengrenzen schützen werden. Das hören Sie alles nicht gerne, weil es nicht in Ihre kurzfristigen, einfachen und banalen Antworten geht. Aber genau so wird es kommen. Und dann werden Sie Antworten geben müssen, die Sie bis heute nicht geliefert haben. Und dann wird man sehen, was nicht hinter Ihrer Partei steht, nämlich leeres Gerede. War es leichter, Frau von Storch, noch mal gefragt, war es leichter, die Zeit, als man noch nicht mit Ihnen geredet hat und Sie nicht durch ein dann jetzt gewonnenes Landtagsmandat nachweisen mussten, dass Sie auch praktische Politik wirklich machen wollen? Also ich glaube, man muss jetzt einfach mal anerkennen, dass wir angekommen sind. Und ich verstehe, dass das ein großes Unbehagen bei den ehemaligen oder so immer noch bestehenden Volksparteien verursacht. Wenn wir jetzt zwei Volksparteien haben, die zusammen keine Mehrheit mehr bekommen, das ist unangenehm. Deswegen verstehe ich auch ein gewissen Maß an Frust, der da ist. Wir haben jetzt das aufgenommen und wir haben erstmal artikuliert, dass die Regierung keine Lösung hat. Und ich muss das noch mal wiederholen, diese europäische Lösung, an der wir jetzt mit 28 Staaten arbeiten, Frankreich hat erklärt, es nimmt 30.000 Flüchtlinge auf. Die östlichen Länder haben gesagt, sie nehmen im Prinzip keine auf. Wir treffen uns ja wieder in ein paar Wochen und Monaten. Dann wird das wahrscheinlich ganz anders sein. Genau. Sie verhandeln ja schon längere Zeit. Es ist ja nicht so, dass Sie jetzt gerade erst nach diesen Lösungen suchen. Wie Sie sehen. Ja, davon haben wir die meisten auf jeden Fall, glaube ich, wenig mitbekommen. Sie setzen auf Scheitern und Inhumanität. Das ist doch keine vernünftige Alternative. Ja. Das mag ja alles schwierig sein. Aber dass es schwierig ist, heißt nicht, dass man es nicht versuchen muss. Sie wollen es gar nicht versuchen. Sie wollen Zwietracht ernten. Sie finden das gut, wenn die Flüchtlinge da bleiben, wo sie herkommen. Das sagen Ihre Leute auch ständig. Und übersehen dabei, dass die Menschen ja nicht kommen, weil unsere Sozialsysteme so schön sind, sondern weil sie vor Bomben davonlaufen, weil sie vor Terror davonlaufen, weil sie vor bitterem Elend davonlaufen. Das ist der Grund, warum sie kommen. Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, hat gerade gesagt, dass der Vizepräsident der EU-Kommission hat gesagt, dass 60% der Menschen zu uns kommen, keine Flüchtlinge sind. Das ist keine AfD-Propaganda, sondern das kommt von der obersten Station sozusagen der EU-Kommission. Also wir müssen uns zunächst mal der Realität stellen und sagen, dass die Mehrheit der Menschen, die zu uns kommen, keine Flüchtlinge sind. Aber 40% fliegen vor Krieg und Terror. Ja. Und für die muss man doch ein Herz entwickeln, dass sie hier eine Bleibe auch haben. Das muss man haben. Ja, das ist richtig, aber wir müssen trotzdem die Größe der Dimension erstmal in den Blick bekommen. Herr Müller als Entwicklungsminister hat gesagt, Anfang des Jahres 8 bis 10 Millionen Syrer und Iraker sind auf dem Weg hierher und die größere Zahl kommt noch aus Afrika. Wir müssen erstmal der Dimension ins Auge blicken und dann überlegen, wie wir das Thema lösen können und wo wir helfen können. Dass wir helfen müssen und dass wir helfen wollen, das ist, glaube ich, eindeutig. Da besteht gar kein Dissens. Die Frage ist nur, wie wir das machen und wo wir das machen. Und die Methode zu sagen, wir helfen allen bei uns, ist in unseren Augen nicht die richtige, sondern wir helfen vor Ort. Da müssen wir uns engagieren und da haben wir zu wenig gemacht. Guck, jetzt passiert genau das, was passiert ist, auch, glaube ich, in sehr, sehr vielen Familien, die dann heute wählen gegangen sind. Man diskutiert überhaupt gar nicht über die Landespolitik, sondern man ist ratzfatz bei dem überwältigenden und dem entscheidenden Thema dieser Tage, nämlich der Flüchtlingspolitik, was wir hier übrigens nebenbei bemerkt auch schon verschiedentlich diskutiert haben. Ich will wieder zurückkommen, noch mal zu den Ergebnissen. Zeigt sich denn, dass die Große Koalition, die, glaube ich, maximal ja jetzt nur noch in Rheinland-Pfalz auch eine Koalition fürs Land sein könnte, dass die Große Koalition bei diesem Thema, das so polarisierend ist, ihre Bindungskraft verloren hat, Herr Oberreuther? Decken die das also nicht mehr ab? Wir sind seit langem auf dem Wege, dass die Parteien insgesamt Bindungskraft verlieren. Ja. Und speziell die Großen, weil die Großen gesellschaftliche Gruppen integrieren, die oft nicht sehr viel gemeinsam haben. Und die Milieus, die sie tragen, sind weg. Also 70% der kirchentreuen Katholiken wählen die Unionsparteien. An der Gesamtwählerschaft der Unionsparteien machen diese 70% 6% aus. Also das heißt, wo ist die Bindekraft, wo ist die Tradition? Und insofern wird es immer situativer und es wird immer wichtiger, wie wir über Probleme reden, wie wir sie den Menschen vermitteln. Natürlich muss man das Problem, das wir gerade haben, zunächst von der humanitären Perspektive aus angehen. Aber ich glaube, die Bevölkerung verlangt von der Politik auch, neben die humanitäre Perspektive die Perspektive der Praktikabilität zu stellen. Und da gibt es dann große...
Das heißt zum Beispiel, dass man diesen Strom und deswegen ja auch die Vorwürfe und die Differenzierungen in den letzten Monaten, dass man diesen Strom ordnen muss, dass man den Flüchtlingsstrom ordnen muss, dass man die Sicherheitskomponenten betrachten muss, dass man Lösungen effizient erzielen muss, dass man nicht ein Asylpaket 2 konsensuell verabschiedet im Koalitionskreis und dann ein Vierteljahr braucht, bis man es umsetzt. Dass man in Europa nicht einen Konsens findet, 160.000 Leute zu verteilen und dann haben wir nach 3 Monaten 700 verteilt. Also das sind die Realitäten, über die wir uns unterhalten müssen. Und natürlich sind wir, es kann nur europäisch gelöst werden. Aber wenn es nicht europäisch gelöst werden kann, verstehe ich den Reflex zu sagen, wir müssen jeder für uns mit dem, was auf uns zukommt, fertig werden. Das sind dann die Konflikte, die es gibt zwischen Seehofer und Merkel, zwischen den Österreichern und Merkel. Das ist dann das Problem, dass die Europäer sagen, die Deutschen drücken uns ihren moralischen Imperialismus auf. Wir machen nicht mit. Wir gehen unsere eigenen Wege. Und ich bin sehr gespannt, Frau von der Leyen, was in 8 Tagen rauskommt und wie es in 10 oder 14 Tagen später aussieht. Wenn es denn so wäre, wie Sie prognostizieren, also ich könnte ja jetzt nur wie Kretschmer sagen, ich bete dafür, dass es so ist, weil uns das entlastet. Aber das Hauptproblem scheint mir, wenn ich das noch sagen darf, dass wir grundsätzlich uns Gedanken machen müssen, wie ehrlich und themenbezogen und zum Teil auch opportunismusfrei, von Machtüberlegungen opportunismusfrei, wie unsere politische Kommunikation gestalten. Und das ist der Punkt, weil viele Leute sich von den politischen und auch von den Medieneliten nicht mehr verstanden fühlen und nicht ernst genommen fühlen. Deswegen entstehen solche Protestbewegungen wie Pegida und AfD. Und da hat die etablierte Politik eine große Bringschuld, in dieses Gespräch einzutreten und nicht zu sagen, mit Idioten rede ich nicht. Also das Spektrum der Demokratie hat die Intellektuellen, hat die mäßig Begabten. Das ist, Demokratie ist ein Kommunikationssystem. Und da darf man niemanden ausschließen. Herr Oberreuther, ich weiß, Sie mögen das nicht, aber Sie sind CSU-Mitglied. Und Sie mögen es nicht, dass Sie als Politologe das als Einziger, so sagen Sie, auch dann immer wieder bekannt, ja, gesagt bekommen. Sie mögen nicht CSU-Mitglied zu sein? Nein, dass mir das vorgeworfen wird. Weil ich kenne keinen Kollegen, der man nicht verschwiegen. Nein, ich kenne aber keinen Kollegen, dem gesagt wird, der kommt von der Linken oder der kommt von der SPD. Aber ich weiß, Bayern und CSU ist ein exotischer Standpunkt. Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn Sie nicht über Opportunismus gesprochen hätten und über Kommunikationsfehler und hätte dann gefragt, was hat die CSU eigentlich für einen Anteil daran, dass die AfD so stark gewählt wird? Also die Frage habe ich im Grunde erwartet. Sehr gut. Sie kriegen von mir nicht die Antwort, die Sie vielleicht gerne hören. Ich finde es hochinteressant, dass die Wahlbefragung zum Ausdruck gebracht hat, dass ein Zweidrittelanteil, würde ich jetzt mal sagen, derer, die zur AfD geflüchtet sind, die CSU gewählt hätten, hätte es die Chance gegeben. Jetzt dürfen Sie bitte einen Fehler nicht machen und sagen, jetzt können wir der CSU das vorwerfen, was Sie gerade der AfD vorgeworfen haben. Die CSU hat in dieser ganzen... Ich will den Seehofer nicht verteidigen, nur man muss ja bei der analytischen Klarheit bleiben. Die hat von vornherein immer die Priorität oder die Gleichgewichtigkeit der humanitären Herausforderungen betont. Die Bayern haben für Flüchtlingsintegration und hat 500 Millionen Euro bereitgestellt, die ganze EU 700 Millionen. Das ist ja lächerlich. Also Entschuldigung, da liegt eigentlich der Punkt. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass noch mehr abgewandert wären aus vielen Ecken des Parteiensystems und nicht zurückgekommen wären, wenn es die Position der CSU nicht gegeben hätte, die eben diese reale Beherrschungsidee neben die humanitäre gestellt hat. CSU ist nicht angetreten in den 3 Ländern, wissen wir alle, aber ist Teil der Bundesregierung. Ich will zu Jörg Schönborn noch mal gehen, nach Stuttgart in unser Wahlstudio. Jörg, bitte erklär doch einmal, wie erklärt sich, dass die AfD so stark geworden ist? Pardon. Ja,
Ich glaube, das passt ganz gut nach der Diskussion, die ihr gerade hattet in Berlin. Ich persönlich versuche einfach zwei Perspektiven zu trennen. Das eine ist der Blick auf die Gesellschaft. Wie empfinden die meisten Wählerinnen und Wähler die im Moment? Und das andere ist der Blick auf die AfD. Ich fange mal mit dem ersten an und da muss ich noch mal auf das Thema Flüchtlinge eingehen. Das beherrscht einfach im Moment die Gefühle und die Sichtweise der meisten Menschen. Und da ist es so, dass die Wähler in den drei Ländern, das ist jetzt ein Durchschnittswert für alle, das sind nicht AfD-Wähler, sagen, trotz der Bilder aus Griechenland, 2/3, ich bin erleichtert, dass weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen oder fast keine im Moment. Fast 2/3 sagen, ja, das sollte auf Dauer begrenzt bleiben, die Zahl der Flüchtlinge. Und jetzt kommt, glaube ich, das Entscheidende, nämlich 60%, die sagen, die etablierten Parteien nehmen bei diesem Thema die Sorgen der Bürger nicht ernst. So, und jetzt mache ich einen kleinen Sprung und wir haben nachgefragt, was sind das denn? Für Sorgen, beziehungsweise haben verschiedene Angebote gemacht, denen man zustimmen konnte. Und da gibt es vor allen Dingen zwei Dinge, die in unseren Programmen, in unseren Sendungen, in den Zeitungen oft keine große Rolle spielen. Das ist zum einen, ich habe die Sorge, dass der Einfluss des Islam zu stark wird. Das sagen insgesamt in diesen Ländern mehr als die Hälfte. In Sachsen-Anhalt sogar 67% der Befragten, aller. Und bei den AfD-Wählern sind es dann fast alle. Und das zweite Thema, das eine große Rolle spielt, ich habe Sorge, dass die Kriminalität ansteigen wird. In allen Ländern mehr als die Hälfte, in Sachsen-Anhalt 2/3, die sagen, ja, ich habe die Sorge. Und bei den AfD-Wählern eben ganz besonders verwurzelt. Also das sind zwei Themen, bei denen die AfD einfach vielen Menschen aus der Seele spricht. Und das Signal ist, ja, die haben einen ähnlichen Blick auf die Gesellschaft wie ich auch. Und woher kommen die Wähler der AfD? Ja, das lässt sich ja an der Wählerwanderung ganz schön sehen und ihr habt das auch schon diskutiert. Wir haben jetzt einfach eine Medaille, die auf der einen Seite heißt, Nichtwähler gehen wieder wählen und auf der anderen Seite AfD wird stark. Am deutlichsten ist dieses Phänomen in Sachsen-Anhalt. Ich baue das mal auf. Zum einen sieht man, die AfD gewinnt von allen, also von allen großen Parteien, die wir schon haben, aber am stärksten eben von den Nichtwählern. Hier sind es 104.000. Ich habe das mal einfach ins Verhältnis gesetzt. Wir kennen ja ungefähr die Ergebnisse der AfD in den drei Ländern. Und das sind in Baden-Württemberg sind es ungefähr 15%. In Prozentanteilen kommen ungefähr 4% von den Nichtwählern. In Rheinland-Pfalz ist es ähnlich, da sind es 12,5 und auch ungefähr 4% von den Nichtwählern. In Sachsen-Anhalt, wo der Sprung in der Wahlbeteiligung am größten war, 24% ungefähr das Ergebnis. 9%, mehr als jeder Dritte, kommt von den Nichtwählern. Also das ist einfach der größte Strom, der die AfD stark gemacht hat. Die AfD hat auch, du hast es angesprochen, vor allen Dingen auf das Flüchtlingsthema gesetzt, wie anders auch. Wird die AfD dann aber auch als so etwas wie eine Ein-Parteien-Ein-Themen-Partei wahrgenommen? Jein. Also das Thema Flüchtlinge ist das alles Entscheidende. Heute in den Wahllokalen in den drei Ländern sind etwa ja, so 80.000, 90.000 Interviews gemacht worden. Und alle haben zwei Kreuze machen können, die an unserer Nachwahlbefragung teilgenommen haben für die beiden wichtigsten Themen. Und bei den AfD-Wählern, zum Beispiel wieder Sachsen-Anhalt, aber das ist überall ähnlich, sind 56%, die dieses Thema angeben. Dann kommt soziale Gerechtigkeit, das folgt. Und dann kommt noch das Thema innere Sicherheit, Kriminalität. Das ist aber schon deutlich abgeschlagen. Also man sieht, das ist ein, vielleicht sogar im Moment das entscheidende Thema. Und dann kommt etwas, und das ist jetzt der Blick auf die Partei selbst. Diejenigen, die AfD gewählt haben, haben eben auch in starker Zahl den Glauben oder die Hoffnung, dass die AfD auch Kompetenz hat. In Sachsen-Anhalt unter allen Wählern 13% beim Thema Flüchtlingssituation bewältigen, 11% beim Thema Kriminalitätsbekämpfung. Das ist eine Vermutung. Und jetzt haben wir einfach die Situation, die AfD hat einen riesigen Vorteil. Sie kann im Moment auf Vermutungen bauen. Die Wahrheit beginnt erst jetzt. Bei nächsten Wahlen haben die Wähler dann nicht mehr nur Vermutungen, sondern können wirklich urteilen, was passiert ist. Jörg Schönborn, vielen Dank nach Stuttgart. Das ist wieder die Frage, Frau von Storch, die ich eben schon mal gestellt habe. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt wüssten Sie all das, was Ihnen an Vertrauensvorschuss da mitgegeben worden ist, auch in Parlamentspraxis umsetzen. Das hat bislang nie gut geklappt. Sie kennen die Geschichte der Republikaner, Sie kennen auch die Geschichte der DVU. Dann kann Ihnen eigentlich nur Angst und Bange werden vor nächsten Wahlen, oder? Nein, ich glaube, uns ist es nicht Angst und Bange, aber wir müssen anerkennen, dass wir sind eine junge Partei. Wir sind vor 3 Jahren gegründet und wir haben hart gearbeitet und wir kommen jetzt in den Parlamenten an. Und ich denke, so fair muss man sein, zu sagen, das müssen wir jetzt
da müssen wir jetzt rein, da müssen wir jetzt auch arbeiten. Es ist doch klar, wenn Regierungsparteien die Kanzler stellen und Minister stellen und seit 100 Jahren aktiv sind, an eine junge Partei herantreten, die seit 3 Jahren überhaupt erst existiert, zu sagen, ihr habt noch nicht nachgewiesen, dass ihr regieren könnt, ihr habt noch keine Regierungsprogramme aufgestellt und so weiter. Natürlich nicht. Wie denn auch? Wir sind doch erst ganz neu. Also das heißt, das ist ein bisschen absurd. Ich denke, man muss uns die Gelegenheit jetzt geben und wir werden das tun. Wir werden dazulernen, aber wir werden heute noch feiern, das werden Sie verstehen und ab morgen werden wir dann arbeiten. Herr Habeck, warum sagen Sie, Sie würden darauf gerne verzichten? Möglicherweise macht die AfD jetzt das, was die Grünen auch mal gemacht haben. Sie etablieren sich in einem System. Nein, die AfD macht das Gegenteil. Sehen Sie, die Grünen und alle anderen Parteien versuchen, Probleme zu lösen. Und die AfD lebt davon, dass Probleme existieren. Der Populismus braucht die Krise. Und wenn es gelingt und die Demokraten versuchen, Krisen zu lösen, das wäre so, als ob die Grünen immer darauf hoffen, dass Atomkraftwerke explodieren oder der saure Regen zurückkommt, damit es uns besser geht. Aber so ist es eben nicht. Der Konsens dieser Republik ist, dass die Probleme, die unterschiedlich bewertet werden, angegangen werden. Die Vorschläge der AfD zielen, und davon leben sie, und Frau von Storch hat es ja auch noch dankenswerterweise in einem zugegebenermaßen geleakten E-Mail-Verkehr zugegeben, zielen darauf, die Krisen größer werden zu lassen. Ja, wenn Herr Gauland, ein Parteikollege, davon spricht, die Flüchtlinge sind ein Geschenk für die AfD, mehr Wahrheit gibt es ja fast gar nicht. Sie leben davon, dass alles immer schlimmer wird. Und das ist die Aufgabe für uns. Das konnte man alles schon vorher nachlesen. Zum Beispiel das Gauland-Zitat hatte man im Spiegel gelesen. Das hat ja auch der eine oder andere Wähler gelesen. Und hat die AfD trotzdem gewählt. Deshalb, da hilft das doch gar nichts, wenn Sie jetzt sagen, die sind in Wahrheit gar nicht ernst zu nehmen. Nein, aber das erklärt, warum ich sage, ich hoffe, dass die nie regieren. Weil die ja immer alles schlimmer machen werden. Also nein, sagen, erstmal geht's das Lebenselixier ist so die Krise. Dass Sie sagen, ja, muss nicht. Parlamentsarbeit, ich kenne die Kollegen, die dann ja im Landtag sitzen, überhaupt nicht. Ich sehe die Veranstaltung der AfD und ich glaube, ich hätte jetzt die armen anderen Parteien, die jetzt im sachsen-anhaltinischen Landtag mit denen auskommen müssen. Aber gut, so ist es halt. Das ist die Spielregel der Demokratie, das ist in Ordnung. Nur die Aufgabe und die Aufgabe der Entzauberung ist, und ich würde es eigentlich größer spannen, die Aufgabe, demokratischen Konsens in Deutschland zu halten und nach Europa zu bringen, ist die Krisen und die Herausforderungen zu lösen. Und da hilft natürlich es überhaupt nicht, wenn die Antwort, die die AfD gibt, Sie haben es ja angesprochen, die Bilder von Idomeni sind. Klar, das ist eine Antwort. Aber was ist denn das für eine Antwort? Wollen wir wirklich eine Gesellschaft sein, oder Sie haben es gesagt, wollen wir wirklich eine Gesellschaft sein, die sich dafür entschuldigen muss, Menschenwürde hochzuhalten? Darum ringen wir doch, dass wir nicht so weit kommen müssen, solche Bilder als unsere politische Antwort geben zu müssen. Ist die AfD, Herr Oberreuther, eine Eintagsfliege? Die AfD ist mit Sicherheit dann eine Eintagsfliege, wenn es ihr nicht gelingt, die Zweifel an ihrer Gesellschafts- und Toleranzfähigkeit, an ihrer Stabilisierungsfähigkeit im Kontext des demokratischen Konsenses zu zerstreuen. Wobei vielleicht im Augenblick das schwer zu entscheiden ist. Vielleicht wird er mehr unterstellt, als in der Tat der Realität entspricht. Auf der anderen Seite müssen Sie schon gucken, dass Sie die Leute mit, jetzt sage ich mal, neonazistischen Tendenzen eliminieren aus Ihren Reihen, an den Rand drängen, denn die gibt es. Das Zweite ist, sie muss nachweisen. Frau von Scheu ist auch kein Fan von Herrn Höcke. Oder? Kann sein, aber sie muss als Zweites nachweisen, dass sie parlamentarisch arbeitsfähig ist, dass sie einen Beitrag leisten kann zur Problemlösung. Und das Dritte, was wesentlich ist, ist natürlich auch, dass die etablierten Parteien in der Lage sind, ihrerseits Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Das ist der Punkt. Ich habe es schon dreimal gesagt, das ist der entscheidende Punkt. Was der Schönbohm gesagt hat, ja, zu den Fragen, die die Menschen interessieren, mit der Kriminalität zum Beispiel. Dass man natürlich sagen muss, wir brauchen genügend Polizei. Ja. Tun das übrigens auch, dass man bei der Frage, haben Menschen Angst davor, wenn Fremde kommen mit anderen Überzeugungen, dass wir sagen, bei uns gelten Grundwerte, die des Grundgesetzes, die gelten für alle. Gleichheit von Mann und Frau, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Gewaltmonopol des Staates, das gilt wirklich für alle. Das ist wunderbar. Aber dass wir eben auch sagen, es gibt hier keine Lügenpresse, es gibt keine Systempartei, man darf hier seine Meinung sagen, die Behauptung, man dürfe das nicht, ist Unsinn. Zu dem Recht auf freie Meinungsäußerung gehört dann aber auch dazu, Unsinn auch Unsinn zu nennen. Wenn einer kommt und sagt, Sachsen ist von der Islamisierung bedroht, dann muss man sagen, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, du triffst, bevor du einen richtigen Islamisten in Dresden triffst, wirst du eher auf den Blitz erschlagen. Das ist die Wahrheit in Deutschland, das muss man dann auch sagen. Und also,
ich sag mal, klare Meinungsäußerung und auch ein bisschen Meinungsstreit, auch zwischen den großen Parteien, damit die Leute nicht sagen können, es gibt nur die da oben und dann muss man ja die AfD wählen, wenn man eine andere Auffassung hat, gehört eben auch dazu. Aber die Probleme können die Parteien lösen. Und ich bin ganz bei Robert Habeck. Ich möchte mir nicht ein Land vorstellen, wo die irgendwann in Regierungsverantwortung kommen. Das liegt an uns, das zu verhindern mit vernünftiger Politik. Aber Herr Stegner, haben wir nicht auch? Wir müssen sehr aufpassen, dass wir jetzt nicht, Sie beugen ja schon wieder vor, dass Sie es alles nicht so ganz genau können. Sie sagen, Sie sind eine junge Partei. Sie sind eine Partei mit uralten Antworten. Das ist das, was man merkt. Wenn man mal reinschaut in das familienpolitische Programm der AfD, dann wird einem Angst und Bange. Da sieht man eine AfD, die einen Horror hat vor Vätern, die nicht nur erwerbstätig sind, sondern sich gegebenenfalls auch um ihre Kinder kümmern. Da sieht man eine AfD, die grausig findet, Frauen, die Kinder erziehen, aber gleichzeitig ihren Beruf ausüben wollen. Da muss man einfach mal reingucken. Und das sind jetzt genau die Themen, die im Landtag da kommen. Ich bin gespannt, wie sie zu Kita-Plätzen stehen werden. Ich bin gespannt, wie sie zum Ausbau gerade dieser Kita-Plätze dann auch in den Landesparlamenten sich verhalten werden. Das ist klassische Landesaufgabe. Sie sind eine, wie Sie sich nennen, junge Partei, aber Sie haben uralte Antworten, die Sie geben. Und das wird sich jetzt zeigen. Wir haben Antworten, die vor noch nicht so langer Zeit die CDU gegeben hat. Ich glaube gerade, dass der Bereich der Familienpolitik ist einer, den Frau Merkel ausgehöhlt hat. Das heißt, diese Wertigkeit, die wir der Familie beimessen, das ist das, was die Menschen bei der CDU vermissen. Die CDU ist eben nach links gerückt und hat deswegen den Bereich freigemacht. Gerade in dem Bereich, glaube ich, sind wir eine große Gefahr für die CDU. Und ich glaube, auch daher haben wir viele Wähler gewonnen. Sind Sie denn gegen Kita-Plätze? Wir sind nicht gegen Kita-Plätze, wir sind einfach für die freie Wahl. Und für nicht, wir sind für die freie Wahl und wir sind nicht für eine Diskriminierung irgendeiner Erziehungsform. Jeder soll das machen, was er machen möchte. Aber von Alleinerziehenden schon. Da sagen Sie, die soll man nicht finanziell fördern. Sie haben das schließlich selbst gewählt. Nein. Ich meine, was ist das für eine Haltung? Ich bitte Sie. Wir haben gesagt, wir möchten uns nicht in die Lebensmodelle der Menschen einmischen und wir möchten eine Wahlfreiheit. Wir wollen eben nicht nur die einseitige Förderung der Kita-Plätze und dann die Diskriminierung der Mütter, die zu Hause sind, als Heimchen am Herd. Das ist das, was wir nicht wollen. Das ist Ihre Sprache, die Sie jetzt weiter benutzen. Ja, das ist 19. Jahrhundert. Aber fragen Sie mal die jungen Menschen, die heute, und das finde ich das Wichtigste für ein Land, junge Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen für Kinder. Junge Menschen, die sagen, ich möchte meinen Beruf ausüben, ich habe was gelernt, ich will den Lebensunterhalt selber verdienen. Was ist daran schlecht? Das ist gar doch nichts. Das Beste, was das Land haben kann. Ja, das ist gar diese jungen Menschen schlecht. Brauchen haben wir nicht gesagt. Sie brauchen Kita-Plätze, sie brauchen Unterstützung. Man muss den Menschen dabei helfen, so zu leben, wie sie leben wollen und nicht ihnen sagen, wie sie leben sollen. Das ist der Unterschied. Das ist die Antwort der AfD. Das wird jetzt im Landesparlament aber diskutiert. Ich meine, ich habe mir jetzt im Vorbereitung der Sendung mal echt Ihr Wahlprogramm zugemutet, weil Sie ja immer so viel Wert auf Demokratie und Bürgerbeteiligung legen. In den Fachbereichen, die ich zu betreuen habe, da sind Sie nur mit den Großkonzernen am Rumkuscheln. Sie wollen wieder Wiedereinstieg in die Atomkraftwerke, Sie wollen Kohlekraftwerke fördern, also Sie wollen Agrarindustrie fördern, Sie wollen, das ist sozusagen die Entmündigung der Bürger, die Sie da betreiben. In Wahrheit ist die AfD doch voll in der Solidarität mit dem Big Business. Das hat doch überhaupt nichts mit Bürgertum zu tun, sondern Sie wollen doch, ich meine, wenn Sie wieder mit in die Atomkraft einsteigen, dann sind Sie doch nicht die Bürgerpartei, dann sind Sie eine Konzernpartei. Also ich finde, das ist vielleicht ein ganz, ganz interessanter Punkt. Ich finde zum Beispiel die Tatsache, dass Strom jetzt zum Luxusgut wird und dass immer mehr Menschen sich den Strom nicht mehr leisten können, weil einige große Häuser und große Dächer haben und dort große Solaranlagen bauen können und 20 Jahre garantierte Renditen bekommen und die Mieter unten drin alle gleichmäßig, unabhängig von ihrem Einkommen, den Preis für die steigenden Strompreise zahlen müssen, das finde ich unsozial. Und das wird und besser mit dem Atomstrom? Das wird auf jeden Fall schlechter, wenn wir mehr alternative Energien jetzt einspeisen. Das zahlen jetzt die Steuerzahler für die Atomaltlasten, weil die Konzerne die Rücklagen nicht gebildet haben. Das ist Ihr Programm. Also ich glaube, Sie machen es sich ein bisschen einfach. Wir lesen nur Ihr Programm. Das ist vielleicht ein Fehler, dass man das tut. Aber da steht drin, Sie sind gegen den Mindestlohn, Sie sind gegen Gleichstellung, Sie sind für Atomenergie. Sie sind eigentlich für nichts, was für normale Leute gut ist. Sie wollen... erstaunlich erfolgreich dafür. Aber Frau Petri hat heute Abend gesagt, die AfD sei jetzt eine bürgerliche Partei. Das ist dann eine Anfrage an die bürgerlichen Parteien, die hier sitzen, ob sie damit was zu tun haben wollen. Können wir uns mal kurz anhören, den Ton. Wir gehören zum bürgerlichen Klientel, das interessanterweise, obwohl die Koalitionsbildung schwierig wird, in Deutschland wieder eine Mehrheit hat. Dabei müssen vor allen Dingen CDU und FDP nachdenken. Stößt das Flirt-Angebot, Frau von der Leyen, das Unverhohlene bei Ihnen auf einen Resonanzboden? Keineswegs, keineswegs. Ganz klar keineswegs.
Also betrachten Sie das nicht als einen Teil des bürgerlichen Lagers? Überhaupt nicht. Und es gilt genau zu entlarven, was wir jetzt gerade angefangen haben. Und das wird in den Parlamenten fortgesetzt, dass sie alles andere als bürgerliches Lager und bürgerliche Tugenden sind, sondern dass sie ganz kräftig am rechten Rand fischen. Und das sind genau die Themen, die wir mit Ihnen diskutieren. Ja, rechts der CDU ist man immer noch in der Mitte. Naja, also in Deutschland kam von rechts noch nie was Gutes. Und einen Punkt, den kann man Ihnen ja auch nicht ersparen. Wir reden ja nicht nur über die Inhalte in Ihrem Programm. Da kann man noch sagen, die setzen das nie durch. Aber es gab bisher einen Konsens in der deutschen Politik, jedenfalls in den letzten Jahrzehnten, dass Gewalt kein Mittel ist und dass man sich gegen Gewalt ausspricht. Das ist bei Ihnen aber nicht der Fall. Sie rechtfertigen Gewalt, Sie stacheln dazu auf. Sie finden das in Teilen richtig gut. Ihr Geschäft ist das auch. Und ich finde, Gewalt kann durch nichts gerechtfertigt werden, egal von wem sie ausgeht und egal in wessen Ideologie das passiert. Und Sie werfen das ist ein Teil. Nein, ich werfe Ihnen vor, dass Sie teilweise mitverantwortlich sind für Gewalt, die in diesem Land passiert. Ja. Das werfe ich Ihnen vor. Ja, ich glaube, das haben die Menschen, das ist bei den Menschen jetzt angekommen, das ist auch in den ganzen Wahlkämpfen uns immer wieder vorgeworfen worden, in der härtesten und in harten Formen. Und ich habe den Eindruck, dass das einfach an den Problemen vorbeigeht, die Menschen haben. Die Menschen machen sich Sorgen und sind einfach nicht mehr gewählt, sich diese plumpen Aggressionen anzuhören und diese Arroganz der Macht, die aus ihnen spricht, weiter anzuhören. Also ich glaube, auch das ist bestraft worden. Herr Oberholzer, durch das Abschneiden nicht zuletzt der AfD, aber auch durch das Durcheinander, das sich jetzt in den Konstellationen da zeigt, hat sich die Republik durch die Landtagswahlen heute verändert? Also mit Sicherheit oder zumindest sind Veränderungsprozesse, die es lange gibt, sehr deutlich geworden. Aber das Deutlichste ist natürlich der vielleicht Beginn einer Etablierung einer rechten Partei, die sehr stark populistischen Positionen zuneigt und die vielleicht mancher Modernisierungstendenz der CDU widersprechen kann, aber deswegen ja im Kern nicht so reaktionär werden muss, wie das Programm sich darstellt, was hier ja mittlerweile diskutiert worden ist. Ich meine, es geht ja wirklich, das Bürgerliche hat immer was mit Liberalität zu tun. Das ist das Wesentliche. Herr Oberreuter, vielen Dank dafür. Danke an die Runde. Karin Mioska macht weiter mit den Tagesthemen, hat vermutlich neue Zahlen, spannende Analysen. Karin, was habt ihr vor? Ja, Anne, die Hochrechnungen warten. Der Wahlabend bleibt weiter spannend. Vor allem in Sachsen-Anhalt ist ja die Regierungsbildung besonders schwierig. Mit wem Ministerpräsident Rainer Haseloff weitermachen möchte, dazu frage ich ihn gleich im Interview in den Tagesthemen. Das jetzt in den Tagesthemen empfehle ich Ihnen sehr. Wir hören damit auf. Danke nochmal. Danke auch an Sie, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt erstmal zwei Sonntage lang keine Sendung, aber danach sind wir wieder dran. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.